Genau, Peter Fricke von Velocity Ruhr. Velocity Ruhr ist ein Netzwerk, um den Radverkehr im Ruhrgebiet als vorherrschende Verkehrsart zu etablieren. Und ich bin eben auch bei OVO Fahrrad noch. Mein Fahrrad sieht natürlich anders aus als Ihres, ich fahre Handbike. Aber jetzt geht es hier um die Frage. Und auch wenn Herrn Westphal das nicht gefällt, dass wir eine Geschichtsstunde machen, weil seine Partei da vielleicht nicht so gut bei wegkommt, interessiert uns das schon, das Thema. 2005 lag der Radverkehrsanteil bei 10% in Dortmund. Anschließend hat die Stadt gesagt, dieser Radverkehrsanteil muss deutlich erhöht werden und wollte den Radverkehr insgesamt stärken. Und nach 14 Jahren liegt der Radverkehrsanteil 2019 immer noch bei 10%. Die Stadt ist also krachend gescheitert. Andere Städte, wie zum Beispiel Karlsruhe, haben es geschafft, innerhalb von 10 Jahren den Radverkehrsanteil um 9% zu erhöhen. Das heißt, wir haben in Dortmund ein riesiges Problem, dass zwischen den Worten und den Taten beim Radverkehr eine enorme Lücke klafft. Jetzt hat der Rat im Dezember wieder große Worte geäußert. Er hat nämlich erklärt, dass Dortmund Fahrradstadt werden soll, dass Dortmund Kopenhagen nacheifern soll und dass sich der Radverkehrsanteil verdoppeln will. Der Rat hat aber keine einzige zusätzliche Stelle geschaffen, obwohl die gerade neu geschaffenen 10 Stellen gerade mal reichen, um den ärgsten Mangel zu lindern und obwohl sie im Vergleich zu anderen Städten niedrig sind. Und er hat keinen einzigen zusätzlichen Euro bereitgestellt, obwohl die bisher eingeplanten 10 Euro im Vergleich zu Kopenhagen ziemlich kläglich aussehen. Das heißt, es besteht die Gefahr, dass wir in den kommenden Jahren genau das haben werden, was wir in den letzten 15 Jahren auch schon hatten, nämlich schöne Worte und wenig Taten. Und darum geht jetzt die konkrete Frage an die SPD, weil sie ja in den letzten 15 Jahren eben in Dortmund eine Menge mitentschieden hat, auch im Radverkehr. Und die Frage lautet, werden Sie den Radverkehr so priorisieren, dass künftig, ähnlich wie in Kopenhagen, Beträge um die 36 Euro investiert werden? Und sind Sie bereit, nachdem jetzt 10 neue Stellen geschaffen worden sind, weitere Stellen zu schaffen, damit diese Mittel auch tatsächlich investiert werden können und damit das Ziel der Verdopplung des Radverkehrsanteils auch wirklich erreicht wird? Läuft wieder so eine Zeit oder soll ich einfach loslegen? Was meinen Sie? Dann habe ich noch Zeit gewonnen, ne? Also drei Dinge sind mir da wichtig. Der erste Punkt ist in der Tat, die Diskussion um die Klimafrage darf nicht die politische Streitkultur so beschädigen, wie das gerade hier passiert. Lassen Sie es mich erzählen. Sie haben es geschafft, von allen Veranstaltungsformen, die wir hier alle machen in dieser Stadt, die manipulativste Fragetechnik zu entwickeln, die ich gesehen habe in dieser ganzen Zeit. Kein anderer hat das geschafft. Ja, das wissen Sie, ich habe doch auch zugehört. Sie haben sich Fragen überlegt, denen Sie Kandidaten zuordnen. Dabei haben Sie sich überlegt, naja, das wird für den das Schwierigste. Und wir haben für andere eine Frage ausgesucht, die einfach ist. Ja? Sie müssen jetzt meine Antwort ertragen, wie ich Ihre Frage ertragen habe. Ich darf antworten, wir sind in einem Diskussionspunkt, da darf ich meine Meinung sagen. Ich habe mir auch die Frage angehört. Das war auch nur der erste Punkt. Ich bin hier, um auszureden. Der zweite Punkt ist, ich gehöre nicht der Glaubensgemeinschaft der Klimamathematiker an. Noch nie. Deswegen halte ich nichts von Kennzahlen, ich halte nichts von Zielsetzungen, ich halte was von Machen. Deswegen habe ich das Geschichtsstunde genannt, weil was Sie aufrechnen, ist was früher passiert. Und wollen jetzt was hören, jetzt sage ich Ihnen, ich mache 38 Euro. Das kenne ich schon aus der Wohnungsdebatte von Herrn Holstein, der baut dann um 500 Wohnungen mehr. Das bringt Ihnen aber nichts. Sondern ich habe zugesagt und nochmal kräftig unterstrichen, und das können Sie im Programmveränderung der SPD und unserer Diskussion sehen, dass wir in die Fahrradausbaustruktur investieren werden, und zwar massivst. Das nehmen Sie bitte mit, so wie es ist. Und den Betrag weiß ich nicht, das wird man am Ende rausfinden. Der dritte Punkt ist, und der ist mir eben auch wichtig, dass das Radthema für das Klimathema nicht das Entscheidende ist, sondern der ÖPNV, der Nahverkehr, der wird uns in den Mengen nur dazu bringen, dass wir die CO2-Werte wirklich gesenkt bekommen in dieser Stadt. Und deswegen hätte ich die dringende Bitte, machen Sie das Fahrradthema nicht zu dem zentralsten Diskussionsthema und Auseinandersetzungspunkt und ziehen Sie nicht solche Konfliktlinien auf, wie Sie es jetzt gerade machen und in den letzten Wochen auch schon. Wir müssen danach miteinander auch alle noch gut arbeiten können. Herr Westphal, nur einfach mal einführend, wie wir denn auf die Fragen gekommen sind und auch die Zuordnung. Ich kenne das alles. Ich habe das alles im Vorfeld mit Ihnen diskutiert. Ich hatte Sie gebeten, das zu ändern. Sie wollten das nicht. So. Herr Kauch hat das so ähnlich gesehen. Brauchen wir jetzt hier nicht austragen. Nein, also wir haben die Fragen einfach nur mal so der Kompetenz. Wir haben geguckt, wer hat welche Kompetenz und bringt am meisten mit. Also 15 Jahre schon, sag ich mal, dass Sie in den letzten 15 Jahren den Radverkehr hier organisiert haben. Und aber so wir reden doch über den Oberbürgermeister und die Kompetenzen sind doch dann persönlich. Und das ist doch keine Kompetenz, sondern eine Zuschreibung, die Sie machen. Gut.
Und bei den anderen Fragen haben wir es halt auch gemacht, dass wir immer geguckt haben, wer bringt welche Kompetenzen mit und hat auch bestimmte Dinge vielleicht schon in der Vergangenheit beeinflussen können und bringt dadurch dann auch nochmal eine Möglichkeit mit. Jetzt kommen wir dann zur nächsten.